Damit begrüße ich euch ganz herzlich zu einer weiteren Folge Transportfever und auch die wahrscheinlich letzte Aufnahmesession für mich für die Season 1. Ich habe mich jetzt dann doch entschlossen, hier mit der Season 1 aufzuhören und dann aber nahtlos in Season 2 überzugehen. Dort natürlich mit so vielen Mods wie möglich. Ich möchte da natürlich ein bisschen rumbauen. Ich möchte ein bisschen, ja, auch ein bisschen Spaß haben mit den Mods. Das wird dann natürlich auch für euch wieder interessanter, denn da kommen auch coolere Konstruktionen dabei heraus. Ich bin mir noch am Überlegen, dann die gleiche Karte zu spielen, aber naja, man hat dann immer so ein bisschen das Gefühl, man möchte jetzt das alte dann wieder aufbauen. Ich werde dann wahrscheinlich irgendeine Random-Karte wieder nehmen oder ich suche mir irgendeine aus dem Forum oder aus dem Workshop raus. So, ihr findet ab dieser Folge in der Beschreibung unten einen Link und zwar zu der Webseite, wo ihr dann entscheiden könnt, welches Stadtjahr wir denn nehmen. Und ja, da würde ich euch bitten, wenn ihr wollt mitzumachen, ihr braucht euch nicht anmelden, ihr braucht einfach bloß eure Stimme abgeben und das dann losschicken. Und ich werde mir dann das Resultat vor der nächsten Aufnahmesession, die bei mir dann anstehen würde, schaue ich mir das an und dann werden wir dieses Stadtjahr auch verwenden. Ich werde dann noch zusätzlich reinmachen, Fahrzeuge kein Endjahr. Ich glaube, wir spielen ja hier komplett ohne Mods, genau. Ich mache Fahrzeuge kein Endjahr rein, denn ich möchte natürlich auch ein bisschen Spaß haben mit den Mods. Und wie gesagt, der Link ab dieser Folge unten in der Beschreibung. Aber wir fangen jetzt hier auch mal an. Wir haben ja letztes Mal hier mit dem Güterbahnhof angefangen und da haben wir noch jede Menge Gleise offen. Und wie ich sehe, müssten wir im Grunde auch mal wieder was für den Personenverkehr tun. Da würde ich fast schon sagen, dass wir uns dann hier Richtung, wie hieß es, Weigenheim bewegen. Dass wir uns entweder überlegen, hier von Weigenheim Richtung Alum zu gehen. Oder einfach dann weitergehen von Weigenheim nach Gau-Greweiler oder gleich nach Hasel-Üne. Also das ist ein Namen. Aber gut. Wir können uns auch mal wieder um die Güter kümmern, denn wir haben hier Waren noch in keiner Stadt. Ich glaube, das habe ich mir letztes Mal auch vorgenommen gehabt. Ich weiß bloß nicht mehr, wie wir das geplant haben, denn wir haben hier unser Stahlwerk, das schon ziemlich ausgelastet ist, da wir auch hier viel produzieren. Ist die Frage, wir können uns noch selber eins bauen. Wenn wir so lustig sind, könnten wir hier irgendwo in die Landschaft eins hinbauen, aber jetzt mal gucken, wie es mit den Höhenverhältnissen aussieht, weil wir müssen ja später hier hinkommen. Okay, da sind wir ja dann deutlich tiefer. Wie sieht es hier oben aus? Da können wir schlecht irgendwo einen Bahnhof platzieren. Na gut, hier im Grunde, wir haben auch hier unten nochmal Waren. Okay, das ist krass, dass die alle aufeinander sind. Da könnte man sich dann auch entscheiden, ob man dann nicht hier unten die Waren nehmen, die hier hochtransportiert. Und dann bräuchten wir noch am besten. Okay, wir könnten auch Kunststoff herstellen. Wir hätten hier einmal Bretter. Und
dann sieht es aber, da ist nochmal eine Warenfabrik. Haben wir alle Warenfabriken hier? Okay, das ist krass. Wie viel produzieren wir hier beim Kunststoff? Da könnten wir... Das könnten wir auch nochmal vergrößern. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das mit den Brettern machen. Hier wäre Baumstamm, Bretter. Baumstamm, Bretter. Dann würde ich schon fast sagen, dass wir diese hier nehmen. Und die dann hier hin transportieren und dann weiter verteilen. Weil ich glaube, hier oben wird es auch einfacher sein, einen Bahnhof reinzusetzen. Und wir brauchen ein Gleis, zwei Gleise, drei Gleise. Ja, wir machen mal 4 mit 240 Metern. Jetzt mal schauen, wie wir den hier am besten platzieren können irgendwie. Mal ein bisschen drehen. Auf jeden Fall muss die Straße hier mal weg, das ist ja mal klar. Dass wir den vielleicht mal so dahinstellen. Jetzt mal schauen, wie weit. Okay, das sieht gut aus. Und da würde ich schon fast sagen, dass wir hier von diesem Bahnhof weggehen. Dieser bloß 160 Meter. Dass wir den vielleicht mal ausbauen. Das wäre, glaube ich, mal das Beste. Und zwar, wenn ich jetzt das hier alles abreiße. Weil wir brauchen hier natürlich auch größere oder längere Züge. Ist immer noch zu wenig. So, wunderbar. Jetzt mal schauen, ob wir hier mit dem 120 hinkommen. Kommen wir, ja. Mal schauen, wie weit. Oh, das sieht gut aus. Wunderbar. So, hier müssen wir mal schauen. Hier haben wir auch 120, da haben wir dann 110. Was? Fahrzeug? Oh, haben wir jetzt hier den Güterzug drauf? Oh. Ja, das tut mir leid. Ich würde schon fast sagen, dass wir ganz hoch müssen. Dann 120. So, ein bisschen Bastelei, denn bei mir muss ja wie gesagt die Geschwindigkeit stimmen. Dann machen wir... Oh Mann. Müssen wir noch ein bisschen mehr wegmachen. So, machen wir hier die 120. Sind wir schon fast zu hoch. Ich
baue es jetzt einfach mal. So, wo ist denn der Übergang? Der ist hier. Denn... wir brauchen natürlich auch hier eine Ausfahrgeschwindigkeit. Eine angenehm... ja, ich sag mal eine angenehm hohe. Jetzt könnten wir im Grunde auch das hier verbinden. Verbinden. Wenn das Spiel das will. Dann sollten wir noch ein paar Signale setzen. Ja, das ist auf der falschen Seite. Hä, was ist heute los? Ich setze die Signale falsch. So, ein bisschen angleichen. So, sieht es auch wieder gut aus. Jetzt müssen wir kurz die Linien neu definieren. Das ist Getreide. Du gehst da drauf, dann gehst du da drauf. Wunderbar. Oh, Moment. Ach so, jetzt haben wir ja immer noch das Problem. Hehe. Ja, wir haben natürlich immer noch das Problem, dass wir, oder dass ich nicht weiß, wo ich denn den Zug nach hier hinten hier in den Bahnhof schicke. Müssten wir auf 5 Gleise schon fast ausbauen und dann eigentlich ungern. Aber wenn wir mal sagen, ausbauen auf 5. Machen wir da die Straße wieder hin. Dann müssen wir die Gleise ein bisschen anders, die Weichen ein bisschen anders machen. Jetzt mal gucken, was wir hier rausbekommen. Oh, das ist nicht viel. Dann lassen wir das weg. Oh, Moment. Und machen dann hier eine separate Weiche. Am besten so schnell es geht. So schnell es geht, dann machen wir mal 115. Und 130 ist okay, und dann können wir das hier voll anschließen. So, machen wir einfach mal. Nur einfach mal hier noch eine Weiche rein. Oh. Dann müssen wir den Zug umlegen. Müsste ja gerade der hier sein, genau. Weil du gehst dann nicht von da, sondern von hier. Perfekt.
Gut. Liebst du dir jetzt das hier auch mal noch elektrisch machen? Nicht elektrisch. Hochgeschwindigkeit. Weil dann haben wir hier 97. Und dann könnten wir diese Weiche hier raus machen. Weil dann könnte ich hier sagen, ich gehe hier raus und würde dann gleich irgendwie unten durch? Nee, Moment. Wie wär's denn, wenn wir hier jetzt... Im Grunde wird's gehen. Wenn wir jetzt hier noch aufhäufen und dann vom Bahnübergang direkt hier in den Tunnel gehen, würde sicherlich auch nicht schlecht aussehen. Die Frage ist halt, ob das möglich wäre. Ich speichere mal schnell. Ja. Ich habe so viele Spielstände, weiß schon gar nicht mehr, wo der YouTube-Spielstand ist. Wenn wir das jetzt so machen, würde das denn gehen? Okay, der macht mir keinen Tunnel, der müsste aber eigentlich weit genug unten sein.